Herzlich willkommen. Wir sind heute im Lorch-Anwendungszentrum, um uns anzuschauen, was es beim Cobot aktuell Neues gab. Einerseits die Hardware-Erweiterung, andererseits auch Funktionen, die wir uns einfach heute im Detail angucken möchten. Zuallererst haben wir die Cobot Move-Achse im März rausgebracht. Die erweitert den Arbeitsraum des Cobots auf über 4,5 Meter, kann auf alle Arbeitstische von 2,40 Meter oder länger montiert werden. Die Linearachse ist sehr praktisch, um entweder Nestbetrieb, wie wir es hier an den Doppel-T-Trägern haben, möglich zu machen, indem man ein gleiches Bauteil mehrfach entlang dieser Linearachse platziert und dann zum Beispiel so vorbereiten kann, dass auf einer Seite geschweißt wird, auf der anderen Seite gerade vor- und nachbereitet wird, wie es eben notwendig ist. Natürlich gehen auch vor allem große Bauteile und auch lange Nähte können wir hier mit der Linearachse sauber schweißen. Wir haben einen Kugelgewindetrieb mit sehr hoher Präzision verbaut, sodass es eben auch möglich ist, während der Verfahrbewegung der Linearachse in der Schweißbewegung sehr, sehr sauber zu fahren. Das Zweite ist, dass wir hier sehen, der Arbeitsraum ist komplett offen. Es braucht keine zusätzliche Sicherheitstechnik. Wir haben die Funktionalität des Cobots, dass er kollaborativ arbeitet, auf Kollisionen reagiert, auch für die Linearachse weitergenutzt. Das heißt, wir haben uns hier Gedanken gemacht, einerseits, dass wir die Konstruktion so gelöst haben, dass es keine Möglichkeit gibt, seine Finger zu klemmen, irgendwo eingeklemmt zu werden. Und auch die Linearachse, wenn der Cobot Kollision detektiert, im Programmablauf stoppt, sodass das ganze System regulär zum Stoppen kommt. Wenn wir jetzt ein gestopptes System haben, muss ich nur noch meinen Roboter aktivieren und kann mein Programm wieder von Anfang beginnen. Jetzt kann ich ihn schon zum nächsten Nest schicken, wo er dann seine Arbeit weitermacht. Insofern haben wir hier eine gute Möglichkeit, den Cobot sowohl in seiner Anwendungsbreite als auch natürlich der Applikation von der Größe her noch anzupassen, so wie es jeder möchte und eben da keinerlei Einschränkungen zu haben, was die Zugänglichkeit des Systems bedarf, kann sich jeder so zusammenbauen, wie er den Cobot in dem Moment nutzen möchte. Gut, die zweite Funktion, die wir mitgebracht haben, wie wir den Cobot mit der Cobotronic 4.2 erweitert haben, ist das Seam Tracking. Seam Tracking ist die Möglichkeit, bei Bauteilen, die entweder durch Hitzeverzug oder Toleranz nicht ganz gerade sind, hier ein Extremfall, der normalerweise so wahrscheinlich nicht vorkommt, durch das Schweißen entlang der Naht mit gependelten Nähten eben nachzuverfolgen, wohin die Naht geht und dann auch solche Schweißnähte sauber abzuliefern. Wie machen wir das? Wir können uns hier einmal den Trockenlauf anschauen. Wenn wir entlang dieser Naht pendeln, dann haben wir die Möglichkeit, mit dem Lichtbogensensor herauszufinden, wie lang ist unser Lichtbogen. Zu Beginn haben wir einen Bereich, wo das Bauteil gerade sein muss. Dort machen wir direkt eine Online-Kalibrierung. Das heißt, es ist nicht notwendig, vorher Referenzbauteile einzuschweißen und da gegebenenfalls Ausschuss zu produzieren, sondern es ist direkt live möglich. Und wenn wir entlang des Bauteils danach merken, dass wir aus der Naht rauskommen, dann können wir das entlang des Signalverlaufs eben detektieren und dann die Korrektur machen. Hier sieht man auch ganz schön, wenn wir die Korrektur jetzt ohne Lichtbogen logischerweise nicht machen können, weil wir keine Signale haben, laufen wir hier auf jeden Fall auch aus der Naht raus und können uns das nachher gleich noch in der Praxis angucken, wie das aussieht. Das Ganze ist nicht neu, das gibt es von Industrierobotern schon von mehreren Jahrzehnten. Seam Tracking ist keine Funktionalität, die jetzt an sich neu ist, aber wir haben hier drauf geachtet, bei Industrierobotern gibt es meistens ein Dutzend oder mehr Parameter, die man einstellen möchte, dass es hier sehr, sehr einfach gehalten ist. Das heißt, wir können das Ganze mit alleine drei Parametern zum Laufen bringen in ganz unterschiedlichen Situationen. Die drei Parameter sind einmal die Startverzögerung vor der Kalibrierung, das heißt, wir stoppen zu Beginn noch die Aufnahme, bis der Lichtbogen sauber steht. Das zweite ist die Kalibrierzyklen, wo wir einfach wissen müssen, wie viele Zyklen dürfen wir als Referenz benutzen, damit wir daraus unsere Signalreferenz für die weitere Verfahrbewegung benutzen können. Und das dritte ist tatsächlich die Korrektur pro Zyklus. Die ist wahrscheinlich am wenigsten intuitiv. Die kann der manuelle Schweißer vielleicht nicht direkt nennen, was genau hier ein richtiger Wert ist. Deswegen haben wir bei uns umfangreiche Referenzschweißungen gemacht mit ganz unterschiedlichen Aufbauten, mit ganz unterschiedlichen Systemparametern und haben hier eine Parametertabelle vorbereitet, bei der man einfach sich raussuchen kann, welche Parameter passen zu meinem Anwendungsfall. Natürlich gibt es auch das Ganze für unterschiedliche Materialstärken oder wir haben auch Daumenregeln, wenn man sich außerhalb dieses Bereichs bewegt, in welche Richtung dann die Korrekturfaktoren gehen können. So ist es ganz einfach, das Seam-Tracking einzustellen und dann eben auch zum Beispiel solche stark verzogenen Nähte nachzuverfolgen. Und ich denke, das schauen wir uns jetzt nochmal mit Lichtbogen in der Praxis an.
Das ist doch eine schöne Naht. Wir sehen, mit Seam Tracking lässt es sich auch wunderbar bei Hitzeverzug oder bei Toleranz in den Bauteilen ein gutes Ergebnis erreichen. Wir haben allerdings hier natürlich die Voraussetzung, dadurch, dass wir eine gependelte Naht haben, dass wir eine relativ dicke Materialstärke brauchen. Mindestens 4 mm sollten es sein. Wer sich jetzt fragt, ja, was mache ich denn mit dünneren Materialien? Da darf ich alle einladen, auf die Schweißen und Schneiden in Essen vorbeizukommen. Dort zeigen wir Seam Pilot die Möglichkeit, mit einem Laser-Liniensensor entweder noch höheren Verzug oder auch komplett verfahrene Bahnen entlang einer Freiform nachzuverfolgen. Dazu mehr dann auf der Schweißen und Schneiden in Essen. Und wir haben dort eben die Möglichkeit auch zu sehen, wie einfach Programmierung dann mit dem Seam Pilot wird, sodass man nur noch mit groben Wegpunkten ein direktes, komplettes Bauteil mit Naht teachen kann.